Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 3.5.2024, ja, und irgendwie hat ja jemand einen Stecker rausgezogen. Also da ging gar nichts mehr. Spannung, hoch angekündigte Spannung, war dann doch nichts und für den Donnerstag auch recht verhalten, das was wir gesehen haben. Die Grunderwartungshaltung war ja, dass wir gesagt haben, hey, Mittwoch ist ja so schön hier mit US-Zinsentscheid zwischen 18.20 und 18.000 hin und her gesprungen, hatten gesagt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er das am Donnerstag eben auch macht, dass er schön in der Spanne hin und her gleitet, man deswegen oben 18.000 genau hingucken soll, unten eben Bereich 18.30, 1.800 hingucken soll. Das wäre die Spanne, die uns definieren würde, interessant, oder ausreißen würde, erst darüber oder darunter per Stundenschluss. Aber ist ja gar nichts gekommen. Der ist zwar dazwischen hin und her gependelt, ja, das ist auch das, was wir wollten, aber er hat ja weder oben noch unten die Spanne oder die Eckpunkte bedient, also ich habe hier zum Beispiel gar nichts abgefeuert heute, ja, zum Donnerstag. Habe tatsächlich gewartet, bis meine Signalpunkte hier oder die Signalkerzen an entsprechenden Stellen kamen. Die kamen aber nicht, war damit ein Tag, ja, der ein bisschen mau war. Auch mit der, schon an der Schwankungsbreite vom Dienstag dagegen rechnet, ist das dolle dürftig gewesen. Jetzt stellt sich die Frage, soll das jetzt ein Abschluss, ein Bewegungsabschluss darstellen? Oder sind wir hier eine erste abwärts, eine zweite abwärts, dritte abwärts, also ja, erste abwärts, kleine Gegenbewegung, zweite abwärts, Gegenbewegung und hier kommt noch jetzt was. Sieht man ja häufig, dass eine zweite Welle in so einem Bewegungsabschnitt deutlich von der Ausprägung sich von der vierten Welle unterscheidet. Ja, entweder ist die eine kurz, die andere lang oder die erste ist lang, die zweite kurz. Demzufolge nach würde ich dem eigentlich schon zutrauen, hier zum Freitag jetzt noch ein Tief zu setzen. Ja, nun haben wir es aber so, wir sind noch immer in den starken Zeitfenstern wieder. Mit den roten Freitagen haben wir schon einige verbucht. Das heißt, statistische Wahrscheinlichkeit geht schon eher fast dahin, dass der Freitag grün wird. Und jetzt wäre die Frage, wie kriegen wir das jetzt übereinander? Wie würden es übereinander kriegen, wenn er uns zum Beispiel am Morgen hier unten reinrupft, kurz unter die 800 guckt, unter die 880 guckt und dann sich wieder hochhangelt, hoch in die 18.100, 18.120. Das würde gut reinpassen, das würde viele Dinge bedienen, die wir häufig sehen am Markt. Das heißt, würde viele Komponenten jetzt quasi erfüllen und damit eine statistische höhere Wahrscheinlichkeit irgendwo hervorrufen, die wir dann für unser Setup nutzen können. Also perfekt wäre natürlich wirklich, wenn er eine 830 bis 800 reingleitet und sich von dort dann stabilisiert wieder auftritt und sich zurückkämpft. Der zurückkämpft an 18.000 bis dann eben auch 18.100. Nun haben wir aber hier die Basis des Donnerstags drin stehen. Wir haben gesagt, der Donnerstag, der wird seine Spanne haben und wichtig wird, wenn er stündlich rausgeht. Und das nimmt er natürlich jetzt in den Freitag auch mit. Ja, also das sieht man auch häufig, dass wenn der Donnerstag das nicht richtig bedient, der Freitag das dann fertig macht. Und deswegen würde ich aber trotz alledem mich gar nicht auf dieses Tief hier fixieren, sondern schon sagen, also wenn er über 89 jetzt per Stundenschuss geht am Freitag, würde ich mich eher oben erstmal öffnen. Und ich glaube, ich würde auch einen Long freigeben. Also Richtung 18.80, 18.120. Und wenn er hier wirklich jetzt anfängt rauszusteigen, dann war es vielleicht hier wirklich bloß ein ABC gewesen halt. Ne? Mit einer verkümmerten C-Welle sogar. Wäre ein bisschen potthässlich, aber mein Gott, das ist schon mal alles schick. Schön. Und dann könnte er sich hier nämlich wieder hochhangeln und dann könnte Montag, Dienstag schon wieder an der 260 klopfen. Also, ja. Ich würde deswegen einfach oberhalb von 17.89 mich eher long orientieren. Ja, musst du sagen. Man muss sich ein bisschen angucken, den Markt. Ist natürlich nicht ultimativ 100% garantiert. Ja, ihr kennt das ja. Es ist halt Börse, die macht, was sie will. Nicht das, was wir wollen. Aber wenn der mitspielt und wenn der sich darüber hält und nicht nur kurz drüber sticht und dann fette rote Kerzen nach unten wegrammt, dann würde ich nicht long gehen. Aber wenn er sich darüber hält und er macht das schön und dann bleibt er ruhig und stabil, dann warum nicht? Dann handeln wir halt wieder hoch zu 18.100, 18.200 und höher. Was bleibt uns anderes übrig, ja? Das ist die Perspektive oben. Wie gesagt, unten fände ich interessant, da noch diese 830, 800 voll zu sehen. Einfach um zu gucken, kriegt ihr hier unten eine grüne Stundenkerze hingestellt und dreht sich wieder hoch. Möchte ich aber auch erst sehen. Das würde ich, so wie wir es gestern gesagt haben, zum Donnerstag, so würde ich das jetzt auch zum Freitag mitnehmen wollen. Um einfach sicherzustellen, dass man dort nicht in ein fallendes Messer reinhaut, was dann noch deutlich tiefer geht. Wenn er hier wirklich einen schlechten Freitag hinkriegt und der übergibt sich hier, dann triggert er sich unter einer 880 ein, Richtung 800.
und geht dann noch bis 27 und wenn dann richtig schlechten Tag hat, auch so noch bis zur 6,40. Ja, also unter 8,80 ist eher Short zu orientieren, wäre wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt. Aber ich kann mir eben gut vorstellen, dass wir auf 8,30, 8,10 schon die Drehung kriegen. Ja, gerade wenn er das früh am Morgen macht, dann wäre für mich die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass er dann eben schnell wieder auskontert und sich zügig wieder hoch zu 18.000 hebt, um dann eben entweder Freitagabend oder Montag wieder 18.100, 18.200 anzugreifen. Ja, bleibt aber da unten, kriegt er hier keine Umkehr hin, das steht ihm frei, dann kann auch 27.640 bedienen. Ja, also wenn wir da keine Stärke sehen, dann wäre es auch richtig, dort auf der Short-Taste drauf stehen zu bleiben. Ja, Punkt. Mehr kann ich da eigentlich nicht zu sagen. Ne? Von daher würde ich sagen, machen wir hier Analyse zu. Wünsche euch viel Erfolg zum Freitag. Schönes Wochenende schon mal. Und ja, so machen wir das. Schönes Wochenende. Ciao.